Ihr Lieben, wir spielen Endless Space 2, wir spielen Awakening, die zweite, dritte, vierte, nein, die endlos lange nächste Erweiterung eines Spieles, was immer weitere Erweiterungen erfährt. Awakening kürzlich erschienen, zusammen mit einer neuen spielbaren Fraktion mit den Nakalim. Writing Bull, liebe Grüße, an meiner Seite als Co-Pilot aus Paris hier mit dabei, der Community Manager von Amplitude Studios, hier ist Stefan. Hallo Stefan Kaiser. Hallo alle zusammen. Hallihallo. Unser Chatmoderator heute in den nächsten drei Stunden, das ist Punisher. Liebe Grüße nach Wien. Liebe Grüße zurück und einen schönen Abend. Pass gut auf die Leute auf. Wir sind unterwegs auf YouTube und auf Twitch bei mir und außerdem noch bei Amplitude, also auf vier Kanälen in Summe. 2x2 Rechenschieber anwerfen, vier Kanälen plus ein fünfter. Das ist die Steam-Shop-Seite, dort sind wir auch unterwegs. Alle 14 Tage setzen wir diese Partie hier fort, sind Stefan und ich unterwegs, im Augenblick noch mit Endless Space 2. Nicht, dass ich es nicht gerne spielen würde, aber ich mutmaß mal, dass wir irgendwann zusammen auch Humankind spielen werden. Sollte mal noch ein kleines bisschen dauern, eventuelle Fragen im Chat wollen wir jetzt schon mal beiseite abbügeln und sagen später. Alles viel, viel später. Für Fragen zu Humankind einfach an Writing Bulls Forum wenden. Zum Beispiel humankind.writingbull.de. Ernsthaft, die Adresse funktioniert, dann landet ihr bei community.writingbull.de und da in unserer Sektion für Endless Space, für Humankind, wir haben auch eine für Endless Space und da ist Stefan unterwegs mit einem Account, da könnt ihr ihn zum Beispiel rösten und grillen, dann einfach freundliche Fragen an ihn stellen und falls er die Fragen beantworten kann und will, in der Regel geht es mehr ums Können und nicht ums Wollen, dann gibt er auch gerne Auskunft. Und da tauschen wir unsere Eindrücke aus über das, was wir an Infohäppchen bekommen, nicht nur von Stefan, vielleicht auch von irgendwelchen Pressemitteilungen, Berichten und tauschen uns aus, wie das war auf der letzten Gamescom, als wir zusammen Humankind schon mal ein paar erste Eindrücke haben sammeln können und so weiter und so fort, werden uns über die künftigen Vorschau-Videos und Streams unterhalten, pipapo. So, in Way sind wir unterwegs und ich gehe einfach mal auf eine Runde weiter und dann schauen wir mal, was passiert. In der Punkteliste liegen wir vorne, das heißt, wir sind kurz vor dem Sieg, Stefan, kann man das so formulieren? Na, wenn wir unsere Karten richtig spielen, sind wir kurz vor dem Sieg. Das war vorsichtig. Ich habe verdrängt, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir spielen. Das war, glaube ich, ein mittelstarker, nicht so ein ganz doller, aber einer, der schon ein bisschen mehr als Standard war, glaube ich. Kannst du dich noch daran erinnern? Oh, das ist lang, lang her. Ja, mehrere Wochen. Was, 20 Runden? Na, das ist Sternezeit XYZ, ewig liegt das zurück. Ja, ich glaube, wir waren einen Ticken über normal. Ich glaube, wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad Terminator oder so ähnlich. Oder ich glaube, einen unter Jeff Spock spielen wir. Glaube ich. Viele Meldungen, die aufploppen. Ja. Neue Luxusressource entdeckt. Dunkelflitter. Dunkelflitter klingt ein bisschen wie so eine ganz schmutzige Variante von Rotlicht oder was auch immer. Welche Alterseinstufung hat das Spiel eigentlich? Das habe ich gar nicht vorab eingestellt. Bei Dunkelflitter gruselt es mir ein bisschen. Ich könnte hier Jugendschutz verletzen. Ganz ehrlich, bei einigen der Texten, die man hier liest, sollte man meinen, dass dieses Spiel eine höhere Einstufung haben sollte, als es hat. Es gibt eine Quest, in der es darum geht, dass die Lumeris, eine der Hauptfraktionen, die Cephalorus, eine der Nebenfraktionen, als Delikatesse ansehen. Oh Gott. Ja, das ist aber sehr appetitlich. Also, wir haben jetzt Zugriff auf Dunkelflitter, was immer das ist. Das ist auf jeden Fall irgendetwas, was behaupte ich mal, um euch zu beruhigen, nichts mit Kannibalismus und Luxusgewürzen und Zutaten für kostbarsten Speis und Trank zu tun hat. Freuen wir uns, dass wir Dunkelflitter haben. Wir gehen weiter. Wir haben eine Quest abgeschlossen. Die Wiedergeborenen, die Nakalim-Bevölkerung ist zufrieden mit allen möglichen Maßnahmen. Wir haben 70 Zufriedenheit erreicht in mindestens zwei Systemen. Wir haben ja auch nur zwei. Wir bekommen zur Belohnung Rotsang. Sehr schön. Sacken wir ein und freuen uns, dass wir immer noch weitermachen können. Der wirkliche Horatio, dessen Fraktion hat jemanden assimiliert, nämlich die Cephaloros auf Regulus. Das ist hier. Offensichtlich hat Horatio Appetit, denn das ist exakt die Fraktion, die von anderen als Delikatesse angesehen wird. Guten Appetit. Ja, das ist eine Fraktion, die ja als Magi dient. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Dann haben wir noch ein neues Ereignis. Oh, auf den Schultern von Superriesen ein galaxieweites Erlebnis, ein entfernt gelegener Sternenriese, ungefähr 80 mal so groß wie ein durchschnittlicher Stern, ist gerade zur Supernova geworden. Eine pazifistische Gruppe in unserem Imperium nutzt die damit verbundene Medienaufmerksamkeit und startet eine Kampagne.
die fordert, die Truppen heimzubringen, die dieses Ereignis überwacht haben, anstatt sie weiter auf Streife zu schicken. Ereigniseffekte. Dadurch gilt für alle, nicht nur für uns, auch für die Konkurrenz, mehr, oh, das ist ja gut, mehr Zufriedenheit auf allen Systemen, reichsweit, und mehr Dust. Und die pazifistische politische Ideologie erhöht. Jetzt habe ich gerade gesagt, das ist gut. Nüchtern betrachtet müsste man einfach sagen, es ist weder gut noch böse, weil es betrifft ja alle Konkurrenten, die mit uns wetteifern um den Sieg. Es kann es im Prinzip Schnurz und Piepe sein, es sei denn, wir würden uns sehr darüber freuen, dass ausgerechnet die Pazifisten besser werden, dass sie gestärkt werden. Die Pazifisten können für die Nakalim sogar sehr hilfreich sein. Das höre ich gerne. Denn eine unserer Spezialfähigkeiten mit den Tempeln ist es, feindliche Systeme zur Akademie zu bekehren. Allerdings kann es durchaus sein, dass die KI nicht unbedingt froh darüber ist, wenn sich unser Einflussbereich in ihren Einflussbereich hereindrängt und uns den Krieg erklärt. Wenn die Pazifisten an der Macht sind, können wir sie aber dazu zwingen, mit uns Frieden zu schließen. Das klingt gut, das gefällt mir. Her mit den Pazifisten. Ich wusste schon immer, dass mir Pazifisten irgendwo sympathisch waren und nicht nur, wenn sie mir serviert werden. Oh Gott, ich glaube, mir geht diese kannibalistische Sache, die geht mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Wir gehen raus. Dann solltest du dir lieber niemals Gedanken über die Details von Craven, Wojani und einigen der anderen Fraktionen machen. Mal schauen, was ich alles noch in Geschichten aufschnappe im Laufe des Abends. Ein weiterer Bevölkerungspunkt kommt dazu. Hier die Haroshem in Tylos, in dem zweiten System, das wir haben, mit diesem coolen Planeten Velum, haben einen weiteren Bevölkerungspunkt. Noch sind wir in diesem Gebiet drin, wo die Zufriedenheit nicht beeinträchtigt wird. 4 Bürger hier. 2 andere Planeten wären kolonisierbar. Tylos 3 steht in der Kolonisierungsliste drin. Wir könnten uns auch überlegen, ob wir den schon mal dazu packen hier. Wir könnten überhaupt die Bauliste mal ein bisschen länger machen, finde ich. Bevor uns das gleich reinkommt. Sollen wir hier das schon mal reinstellen? Tylos 1. Wie schnell geht das denn? Geht auch fix. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Der Nahrungsüberschuss ist vorhanden. Der ist gar nicht mal so schlecht. Die grünen sind die Nahrungsgebäude. Pro Luxusressource mehr heiß-kalt Planet. Das hier ist Steppe, ist gemäßigt, Velum ist gemäßigt, das heißt, das hier bringt uns nur 5 mehr an Nahrung pro Planet. Das heißt, wir hätten 10 bis 15 mehr an Nahrung, das lohnt sich kaum. Wir halten mal Ausschau nach der Produktion. Pardon, Produktion ist gar nicht. Das hier unten ist ein Weltwunder, eine einzigartige Verbesserung, die wird woanders eher gebaut, weil das ist, wie produktionsstark sind wir hier, 80. Ich gehe mal ein System weiter nach links. Hier haben wir eine Produktion von 126 und hier haben wir auch noch keine richtig fetten Einrichtungen in der Bauschlange, mit Ausnahme der Akademiebotschaft. Die haben wir eingestellt. Wir könnten darüber nachdenken, ob wir vielleicht halt hier jetzt das hier einstellen, nämlich die Universität Denark, allerdings 4. Wie lange wird die laufen? 20 Runden ist allerdings sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Also ich sehe im Augenblick nichts, was mich so anspringt, dass ich sagen würde, das bräuchten wir zwingend sofort. Also hier, 7 Runden plus 20, das würde schon was bringen. Das würde was bringen. 40 mehr an Produktion durch die prädiktive Logistik. 20 pro Planet mal 2 Planeten, bei 80 derzeit, wären das 50% mehr Produktion. Das könnten wir machen. Ich meine, wir haben ja dann sogar 3 Planeten. Wir haben ja, genau. Wir haben ja Tylos 1 jetzt auch eingestellt. Also sind es ja dann sogar 60 Produktion. Genau, das wird sich schon lohnen. Das können wir machen. Und den Rest lassen wir erstmal weg. Das dauert ja auch eine ganze Weile. Gehen wir wieder raus, freuen uns, dass wir einer Meinung waren. Das finde ich immer sehr hilfreich. Ziehen unsere Schiffchen hin und her. Entdecken eine neue Nebenzivilisation, die Eider im System Sirma. Hier sind sie. Und schauen uns die mal gleich an, diese Herrschaften. Mit wem haben sie schon andere Leute kennengelernt neben uns? Zumindest niemand, der dort hier entscheidend Einfluss hätte. Und die Eider sind kleine, drachenähnliche Tiere. Ursprünglich genetisch veränderte Haustiere einer fortgeschrittenen Spezies. Die Herrchen und Frauchen wurden dahin gerafft und in den leerstehenden Residenzen blieben die Haustierchen übrig, haben sich vermehrt und wurden zu einer eigenen Gesellschaft.
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist quasi hier Wuffy. Wuffy, Mausi und Mimi haben eine gemeinsame neue Zivilisation gebaut. Cool. Finde ich sehr schön. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Eider sogar Pflanzen, weil das einer der Fraktionen war, über die abgestimmt wurde von der Community und wir dann diese verrückten Kombinationen wie, es sind Pflanzen, aber sie sollen bitte schön fliegen, erhalten haben und Jeff wahrscheinlich noch einige weitere Haare verloren hat. Oh je. Was wir machen könnten, Stefan, wäre, weil uns niemand anders die ja wegnimmt, könnten wir sagen, wir stimmen ein Loblied an, kostet 40 Einfluss, wir haben 114. Wir produzieren im Augenblick 52 pro Runde. Das ist verdammt viel. Und das können wir ruhig gnadenlos aus dem Fenster hauen. Ich bin ja, für ein Loblied. Definitiv Loblied. Die Nebenfraktionen sind für uns Nakalim sehr wichtig, da sie uns Wissenschaft zur Verfügung stellen, wenn wir unsere Beziehung mit ihnen verbessern. So, das läuft hier. Wir schauen uns hier das mal an. Das ist der Anwärter, das ist ein Erkundungsschiff. Wir haben zwei Sonden noch hier. Wir haben zwei Planeten, die wir erkunden könnten. Und in welche Richtung geht es weiter? Das ist das Innere der Galaxis. Es führt hier nach links oben. Haben wir bereits eine Sonde abgeschickt? Oh ne, die kommt von unten. Fliegt hier hoch. Wir könnten also die Sternenbahn lang fliegen. Oder eine Sonde lang schicken. Aber ich denke, wir machen mal... Es spricht ja alles dafür, dass wir wahrscheinlich nach links rüber fliegen. Ich nutze mal die beiden Sonden, um erstmal vor Ort hier alles zu erkunden. Das verbessert auch unsere Beziehung mit der Nebenfraktion noch weiter. Das machen wir dann unbedingt. Muss sein. Liebe Grüße an alle nochmal, die mit dabei sind. Ich weiß, ihr wurde in den letzten Tagen schon hart drangenommen. Ja, jeden Abend hatten wir einen Stream. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gestreamt wie im Moment. Also es fällt eher auf, wenn wir mal abends nicht einen gemeinsamen Livestream hatten. Wir haben zuletzt Planet Zoo die Beta gezeigt, jetzt wieder Endless Space 2. Mit Planet Zoo geht es weiter am Mittwoch, am Donnerstag und am Samstag. Also in den nächsten 4 Tagen 3 weitere Streams. Und in 2 Wochen geht es weiter hier mit Endless Space 2. Wir haben hier 2 Sonden, nutzen beide, um hier ein paar Kuriositäten aufzudecken. Und wir finden... 50 Wissenschaft als Beute, die wir mitnehmen, das ist sehr cool, weil da gibt es nicht diesen Malus von nur die Hälfte. Das können wir voll einsacken, das freut uns sehr. Das ist für uns auch eine Zusatzmotivation, dass wir gerade auf so Wissenschaftsgeschichten bei der Erkundung voll abfahren. Ja, ganz genau. Alles, und was direkt auf dem Imperium Wissenschaft gibt, wie diese Funde durch die Sonden oder die Nebenfraktionen, ist nicht von unserem Malus behaftet und deswegen sehr, sehr wertvoll für uns. Eine zweite Sonne wird hierhin geschickt nach Surma 4 auf Ödland und wir entdecken Antimaterie. Sehr schön, 5 Stück und ein Vorkommen wurde aufgedeckt und 5 sacken wir ein und nehmen wir mit. Wunderbar, zauberhaft. Unser Schiffchen hat jetzt noch 0 Bewegungspunkte, da kann man nicht so wahnsinnig viel mitmachen. Das heißt, wir setzen jetzt hier mal eine Runde aus. Dann haben wir hier... noch diesen Anwärter. Das ist ebenfalls ein flinkes, aber nicht sehr flinkes Erkundungsschiff, das im Thylos ist und das über 0 Sonden verfügt und die nächste Sonde in einer Runde haben wird. Wir haben 7 Bewegungspunkte und fragen uns, was machen wir jetzt hier? Hamal, wenn ich mich recht entsinnere, hatten wir dieses Schiff zurückgeschickt, weil es Reparaturen benötigt. Ja, genau. Das hält jetzt von alleine aus. Wir müssen gar nichts machen. Wir müssen nur sagen, bleib an Ort und Stelle. Können wir irgendwo klicken auf bleib dort und melde dich nicht mehr, bis du wieder fit bist? Gibt es so einen Befehl? Wir können unten links entweder das Schild oder den Smiley mit den 3 Zs verwenden. Letzteres weckt das Schiff allerdings auf, wenn es die nächste Möglichkeit, eine Sonde abzuschicken hat. Deswegen würde ich hier die Bewachen-Option empfehlen, weil wir hier keine Kuriositäten zu erkunden haben und wir ja das Schiff ausheilen wollen. Achso, wenn man eine Seite Sonde... könntest du auch einfach auf der rechten Seite des Interfaces auf das kleine Herz mit dem Schraubenschlüssel klicken und ein bisschen Dust ausgeben, um es sofort zu heilen. Oh, wir produzieren 146 Dust pro Runde, das heißt, das könnten wir machen. Vorher noch eine Wissensfrage an dich. Wenn wir jetzt, heilt ein Schiff nur dann aus, wenn man nichts in einer Runde macht, also auch keine Sonde verschickt? Ja, du kannst Sonden verschicken, allerdings musst du dich, wenn ich mich recht entsinne, im eigenen Hoheitsgebiet befinden, damit Reparaturen stattfinden. Also man kann nicht einfach im Feindgebiet ausharren und warten, bis die Reparaturen fertig sind.
Es sei denn, man hat speziell Module auf den Schiffen eingebaut, die das erlauben. Also ich bin dafür, dass wir jetzt alles raushauen, was wir haben. Wir reparieren. Wir haben ja genug Dust. Wir haben genug. Wir sammeln notfalls im Chat ein bisschen was ein. Punisher geht rum mit dem, wie heißt es, mit dem Klimper. Wie heißt das nochmal? Klingelbeutel, danke. Man weiß doch. Ich hätte jetzt ja gesagt, der geht mit dem Staubsauger rum. Ja, das geht auch mit dem Dust-Staubsauger, genau. Aber man merkt, Punisher als Wiener ist einfach aufgewachsen in einer Gesellschaft, die durch und durch katholisch ist. Da weiß man sofort, was ein Klingelbeutel ist. Wir hauen den Dust. Den hatten wir bei uns in der evangelischen Kirche aber auch. Oh, ulala. Also ich bin ja ganz woanders. Ich bin ja, also in meiner Kindheit, wir haben von Beginn an eigentlich immer nur andere Gottheiten und Götzen angebeten. Wir beten ja bekanntlich diesen Herrn hier an. Die Ikone in Transparent, golden, glänzend. Das ist der heilige Bulle, den wir alle verehren. Liebe Grüße, ich glaube, einen von euch habe ich gesehen. Habe ich eben, ich glaube, Oscar habe ich eben gesehen im Chat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Einer der beiden ersten Apostel dieser Ikone, Oscar und Miriam. Ich glaube, Oscar hatte ich gesehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hauen das Dastra raus hier, reparieren das Schiffchen. Was aber jetzt mindestens so spannend ist. Erstmal, Bewegungspunkte sind da. Wir haben hier eine Flotte. Und wir haben hier, die können, wie groß werden bei uns? Wo kann man das nochmal sehen? Hier Expeditionsstärke. Hier sind 4 Stück. Wir könnten jetzt gleich einen Kampf durchführen und könnten vorher das Schiffchen mit den 7 Bewegungspunkten sogar noch rüberbringen und das dieser Flotte dazu gesellen. Sehe ich das richtig? Ja. Das können wir tun. Das würde dann unserem Bodenkampf ein bisschen mehr Truppenstärke hinzufügen, was unsere Chancen verbessert. Machen wir. Rüber! Hierhin bitte. Frisch ausgeheilt und schon wieder ab in den nächsten Kampf. Hier soll sich niemand ausruhen. Pflaster drauf. Das in die Adern gespritzt. Wir haben 1000 Jahre geschlafen. Wer jetzt eine Pause braucht, der wird vom Dienst suspendieren. So, alle markieren und alle zusammenfassen zu... Hierzu, denke ich mal. Ja. Wie heißt die Flotte? Eifrig Gefolge. Das geht ja gar nicht. Hier gehen wir rein und das eifrige Gefolge heißt jetzt, ich weiß, wie es heißt. Das sind die Piratenpunisher zu Ehren unseres Chatmoderators und ebenfalls ein deutliches Zeichen. Die Piraten werden hier bestraft. Der Piratenpunisher ist hier unterwegs. Kannst du den Namen denn verwenden, ohne dass Netflix dich verklagt? Ach so. Ja, ich bitte dich. Natürlich, selbstverständlich. Oder Moment, ist der Punisher Marvel? Dann kommt Disney hinter uns. Könnte auch sein. Aber nein, also ich glaube, dass die englische Sprache war zuerst da und dann die Serie und nicht umgekehrt. Das klappt wir, alles. Wir reden hier von einer Industrie, in der in Anführungsstrichen Wikinger verklagt werden, weil sie das Wort Saga in ihrem Titel verwenden. Ja. Das sind wahre Worte. Trotzdem, wir machen das hier mit der Flotte und die nächste Flotte würde ja erscheinen in 7 Runden und wir gehen auf Attacke, würde ich vorschlagen. Attacke ist, ja, das sieht ja so aus wie 2 Hexfelder und das Hexfeld von oben fällt auf das Hexfeld drunter, das heißt, die Flotte fällt auf den Planeten runter. Ich persönlich finde immer, das sieht aus wie ein Hexfeld-Klo an Bord eines Raumschiffes, so alles ein bisschen eckig sein muss, aus Platzgründen. Naja, auf einem Riftborn-Raumschiff vielleicht. Also wir benutzen die sechseckige Toilette. Entschuldigt bitte, das ist jetzt Fäkalhumor vom Allermiesesten. Wir gehen hier rein. Attacke! Hey, Toiletten im Weltraum sind eine ernste Angelegenheit. Wie heißt nochmal dieser berühmte Spruch? Im Weltall hört dich keiner... Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Komm. Wir haben eine Bodenschlacht auf Hamal. Zeit für die Bodenschlacht. Selbst das Tutorial feuert uns an. Aber wir haben ja einen Tutorialisten hier mit dabei im Audio-Chat. Der kann es gleich besser coachen als irgendwelche Texteinblendungen. 3 Sachen stehen uns hier immer zur Verfügung. Wir können Bomben draufschmeißen, wir können einen Guerilla-Angriff durchführen. Oder wenn wir denken, wir sind die Allergrößten, dann machen wir einen Blitzangriff. Alles hat Vor- und Nachteile, hatten wir schon mal diskutiert. Wir sind leicht überlegen gegenüber dem Gegner. Der Gegner hat 450 von maximal 500 Mannstärke mobilisiert. Gegner führt 90 Kampfstärke oder 90 Bodentruppen an, wir 118. Die Frage ist auch, wie greifen, was haben die für Truppen? Das sehen wir hier, das ist in beiden Fällen Infanterie.
Was heißt, wir haben etwas vergessen, woran ich mich jetzt daran erinnere, dass wir das letztes Mal noch vor Streamende gesagt haben, dass wir unsere Armee auf Panzer umstellen müssen. Ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Ich war der Fest. Dann war das die Partie vorher. Hätte ich eigentlich auch schworen können. Oder ist das vielleicht beim Safe? Ich dachte, ich war mir sicher, wir hätten das gemacht. Deshalb war ich auch gerade so entgeistert, als ich die Symbole gesehen hatte, weil ich dachte, wo sind denn unsere Panzer geblieben? Können wir hier wieder raus? Oder? Wir können wieder raus. Für diese Runde ist es leider zu spät. Nein. Ja gut, wir könnten sagen, ich meine, es gibt irgendwo auch Abbrechen oder Rückzug. Ja, also kämpfen geht auf jeden Fall. Also eine Runde müssen wir mit Infanterie ausharren, danach können wir es auf Panzer umstellen. Aber wir ändern das jetzt schon mal, damit wir das auf jeden Fall haben. Das ist im Bildschirm mit dem Militärstatus. Hier, Infanterie, Panzer, Luft. Panzer, Schere, Papier, Dingsbums und Panzer schlagen Infanterie. Ja. Das heißt, wir gehen hier hoch auf 100 und die Infanterie auf 0, weil wir denken, wir müssen nur Piraten bekämpfen. Das kriegen wir gebacken. Bestätigen das hier unten. Gehen wieder raus. Und können dem Kampf, wir gucken zu und wir kämpfen. Wir gucken uns die, also wir wollen, ich bin durchaus, du bist doch wahrscheinlich genau wie ich für präventive Bombardierung, weil die Bombardierung hat einen Nachteil. Sie macht kaputt, was am Planeten auf dem Boden ist, an Gebäuden, an Systemverbesserungen. Aber wenn man einen Piratenplaneten sich holt, dann übernimmt man eh keine Systemverbesserung. Ganz genau. Und außerdem hat es hier noch den Vorteil, dass es die Menge an Truppen, die wir auf dem Planeten senden, reduzieren, was in unserem Fall, weil wir ja versehentlich die falschen Truppen geschickt haben, durchaus von Vorteil ist. Reduzieren ist ein schönes Wort. Ein sehr schönes Wort. Massenmörder im Geiste. Ich streame hier zusammen mit Stefan ich Kaiser. Ich sprach von unseren Truppen, nicht von den Piraten. Okay. Wir schicken weniger Leute. Attacke! Wir schmeißen wir machen hier einfach, das ist ein Akt der Kultur. Wir bringen ihnen einen Teppich. Das war, wir schenken ihnen einen Teppich. Das war im alten Orient ein Zeichen von gelebter Gastfreundschaft auf beiden Seiten. Teppiche wurden ausgetauscht oder Sklaven, was man halt so macht, um sich gegenseitig eine Freude zu machen. Datteln, beschenken oder Teppiche halt. Attacke. So sieht er aus, der Planet. Hier, unser Teppich. Wir kommen in Frieden. Die Piraten haben sich verschanzt. Präventive Bombardierung setzte ein. Autsch. 91%. Unsere Leute rennen rüber. Ja, ein bisschen nachgelassen. Nächste Runde machen wir weiter. Knapper Sieg. Rückzug kommt gar nicht in Frage. Wir ja dann unsere Panzer. Genau. Gehen wieder raus. Und da war noch was. Eine verschollene Expedition startet. Vor mehreren Tagen ist die Expedition gelandet, aber seit sie am zweiten Tag eine Region mit geringfügigen seismischen Aktivitäten betreten hat, alles wackelt zu unseren Füßen, gab es keine Meldung mehr von ihr. Eine elektromagnetische Analyse des Gebietes lässt vermuten, dass ihre Kommunikationsausrüstung noch funktionstüchtig sein sollte. Der Kontaktabbruch ist also vermutlich nicht in einer technischen Ursache begründet. Was ist nun zu tun? Gilt deine Loyalität dem vermissten Team, sodass du ein weiteres Team entsendest, um dem Verschwinden auf die Grund zu gehen? Anders formuliert, opfere ich ein Team für ein anderes, weil ich glaube, damit ein Akt der Menschlichkeit oder der Nakalim-Mäßigkeit zu vollbringen. Oder behältst du alle an Bord, um niemandem einem unbekannten Risiko auszusetzen? Wie auch immer, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei dieser Sache. Rettungsmission oder Schaden und Verluste begrenzen? Das ist die Alternative. Da wir weder Kirk noch Spock zur Verfügung haben, würde ich sagen, wir schicken kein Away-Team, sondern wir schützen lieber die Truppen, die wir haben. Es hat noch den Vorteil, das Ziel vom Schützen ist, ein System umzubenennen, was dir die Gelegenheit gibt, einen der Zuschauer auszupicken, um das Thylos-System danach zu benennen. Das finde ich sehr schön. Rettungsmission, da wäre die Aufgabe hier, Kuriositäten, Hyperium opfern, eine Flotte opfern, kommt alles nicht in Frage. Ja, sag mal, das ist doch, was ist denn daran so schlimm? Also was ist denn daran so eine Herausforderung, einfach ein System umzubenennen? Das ist wirklich die Option für, ich möchte kein Risiko eingehen, denn deswegen, man sieht ja auch, die Belohnung ist sehr klein mit 100, das. Hier wird die Belohnung fetter, unbekannte Konsequenzen.
Unbekannte Konsequenzen heißt, unter Umständen verschwindet die ganze Flotte, von der aus wir die Sonde abgeschickt haben. Also wir gehen mal auf Nummer sicher und bekommen 100 Dust und benennen nach wem um? Meldungen im Chat. Chat bitte kommen. Ein Freiwilliger vor oder eine Freiwillige. Wer würde gerne hier als Systempate operieren? Das muss aber wirklich jemand sein, der oder die gut begründen muss, warum sie glaubt, dass sie von so großer Bedeutung ist, dass wir gleich ein ganzes System nach ihr oder nach ihm benennen. Also da müsst ihr jetzt echt was an rhetorischem Output im Chat erbringen. Da erwarte ich jetzt rhetorische Meisterleistungen von euch. Und Bescheidenheit zählt dabei nicht. Das bestätigen wir. Hier ist das. Tylus umbenennen. Wie benennen wir um? Wo? Wir gehen in den Systembildschirm und klicken dann doppelt auf den Namen, so wie es eigentlich relativ üblich ist. Das ist aber lieb. Emkin Jupz schickt Tante Mimi vor und schlägt vor, dass man nach ihr, sie hat ja auch kürzlich Geburtstag, oder? Und nee, das war, nee, Sims Atelier hatte Geburtstag, nicht Tante Mimi. Aber mit Tante Mimi habe ich mir kürzlich ganz liebe Mails ausgetauscht. Sims Atelier, da bist du ja auch. Ihr seid ja alle hier. Sie sagt ganz bescheiden, ich bin eh der Nabel der Welt und heute, du hattest doch kürzlich schon Geburtstag. Du kannst doch nicht ständig Geburtstag feiern. Nelly, das geht nicht. Das kannst du nicht machen, oder? Nein, komm, heute mal nicht, heute mal nicht. Heute lassen wir mal einen anderen Vortritt. Wer ist denn sonst alles da? Bla bla bla. Heute hast du nicht Geburtstag, netter Versuch. Wir nehmen, also das ist so lieb von MK Dingsbums, wir nehmen Tante Mimi. Du bist ganz schlecht im Reden. Jetzt auch noch bescheiden, jetzt hast du mich. Ein Gruß von Twitch an Tante Mimi von Luxi. Eine Sympathiewelle aus dem Chat. Alle schieben Tante Mimi in den Vordergrund. Tante Mimi, das musst du annehmen. Neuer Name. Tante Mimi. Entschuldige bitte, Melanie. Tante Mimi. Tante Mimi 3. Tante Mimi 1. Du hast dich verdreifacht. Und du bist die Haupttante Mimi. Oder ist das Tante Mimi? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Alles gut so. Wir gehen wieder raus. Tante Mimi und die böse Zwillingsschwester. Tja. Tante Mimi hat eine Doppelgängerin. Schon kommen die üblichen Krimi-Witzchen, aber da muss man dann durch. Die Quest hatten wir abgeschlossen. Die war gestartet. Hier noch ein Schiffchen. Commodore Luxi vor Ort mit 2 Sonden, 4 Bewegungspunkten im System IRAS. Und hier wollten wir hin, weil einfach nur so. Weil wir am Erkunden sind, ja. Dann würde ich sagen, also hier gibt es ja nichts mit Sonden vor Ort aufzudecken. Das soll einfach der Sternenbahn folgen. Wir sind am äußersten Rand der Galaxie. Ich wüsste nicht, ich sehe nicht, dass es Sinn macht, hier noch irgendwelche Sonden ins Nichts zu schicken. Einfach auf nach Osten. Ja. In Anführungsstrichen. Rauf, rüber. Tante Mimi ist ganz gerührt. So, das haben wir gemacht. Dann hier noch. Nächste Flotte in Hamal. Piratenpanischer ist unterwegs. Hatten wir schon eine Runde weitergeklickt? Den Kampf hatten wir schon durchgeführt. Genau, dann können wir hier nur eine Runde abwarten. Und gehen auf... Wenn ich auf Bewachen klicke, unterbreche ich dann den Kampf? Nee, ne? Nein. Ist das sogar so? Wir könnten jetzt unsere Flotte von dort wegziehen. Und der Kampf würde weitergehen, weil unsere Truppen ja schon gelandet sind. Ah. Machen wir aber nicht. Wir bleiben vor Ort. Eine Runde weiter. Mal schauen, was passiert. Justium wurde erfolgreich gehackt. Was machen wir damit? Wollen wir eine Hinter... Wir gucken erstmal an, wo das ist. Eine Budenschlacht gegen Hamal. Das machen wir gleich. Viel, was wir zu erleben haben. Ich mache mal einen kurzen Stopp der lokalen Aufzeichnung. Es gibt ja in den nächsten 14 Tagen 4 oder 5 Parts von diesem Livestream dann als Folgen, als Aufzeichnungsfolgen bei mir auf YouTube. Ich mache mal kurz einen kurzen Break in der lokalen Aufzeichnung. Lauft mir nicht weg, der Stream läuft weiter.